Herzlich willkommen zurück zu State of Mind, wo Adam Newman langsam checkt, dass er in einer virtuellen Realität lebt. Oh, hier kann ich gar nicht durch. Können wir hier noch irgendwas uns angucken? Ich kann nicht tiefer als das, also ich kann hier nicht reinfliegen. Das ist auch eine sehr seltsame Designentscheidung. Erklärt das auch den Zustand von Newman? Newman haben wir ständig untersucht. Er ist komplett. Im Großen und Ganzen. Komplett? Was soll das heißen? Ist er komplett oder nicht? Nun ja, wir hatten ein paar Probleme bei der Reprogrammierung, aber... Wieso erfahre ich das erst jetzt? Wir haben das im Griff, Raymond. Wirklich. Diese verdammten Anschläge müssen aufhören. Können wir dem noch weiter folgen? Folge Kane und Sykes. Wir sind wahrscheinlich wieder hier lang. Aha, ja. Sieh mal hier. John. Ein neuer Algorithmus. Evolutionär. Aber kein Abbruchkriterium. Die Schleife kreist einfach immer weiter. Algorithmus? Kann das Probleme machen. Ich weiß nicht. Kannst du die Schleife nicht stoppen? Doch, sicher, aber wer weiß, wozu sie gut ist. Wir sollten das im Auge behalten. Machen wir noch einen Vollscan. Was macht ihr mit meinem Sohn? Tja, ich fürchte, ganz dein Sohn. Merkwürdig. Was ist merkwürdig, Mary? Das Warnzentrum im limbischen System. Ich hatte gehofft, wenn ich es einschränke, würde sich der Kleine mehr öffnen. Aber meine Sperren wurden alle umgangen. Fast so, als wollte er Angst vor uns haben. Warum sollte er Angst haben wollen? Hier sind die verschiedenen Stühle nochmal. Dann hier weiter. Folgen wir wieder dem lustigen Schacht. Oh ne, runter geht's gar nicht weiter da. Okay, also. Hier vielleicht. Hier können wir runter. Von Jeffs Leuten identifiziert. Sie haben Verbindung. In unser System? Ja. Sie haben einen Mann hochgeladen. Er nennt sich Charlie. Seid ihr wahnsinnig? Ist euch klar, was der hier anrichten kann? Natürlich. Wir wissen erst seit kurzem davon. Aber wir arbeiten bereits an einer Prozedur. Komm mir nicht mit Prozeduren. Findet ihn und löscht ihn. Über die Konsequenzen sprechen wir noch. Wohin darf ich Sie bringen, Sir? Zum Dom. Das muss natürlich erstmal ein Schock für ihn sein. Dass er so langsam... Richard hatte recht. Ja. Meine Familie. Amy. Und Governor Kane. Hat sie das alles... Ich muss hier raus. Das machen wir doch gerne. Ja, so langsam kommt die Erkenntnis, dass das hier vielleicht doch alles nicht so real ist. Ja, vielleicht selber nicht so real ist. Aber schon interessant, dass es so diese zwei Möglichkeiten gibt, ne? Die autonome Kopie und
die volle Kontrolle selbst zu übernehmen, so ein Avatar zu übernehmen. Das ist bestimmt Charlie. Hey, nicht weglaufen. Was denn? Ich kenne sie nicht. Charlie. Richtig? Wir kennen uns nicht. Nein, aber wir haben einen gemeinsamen Bekannten. Richard Nolan. Okay, nicht hier. Gehen wir bestimmt zu uns ins Apartment. Oder einen ganz anderen Ort. Nee, The Present. Verlassen wir. Ein Irrsinn ist das alles. Ach, da. Ich meine, klar, was sie hier geschaffen haben. Verdammt beeindruckend. Aber auf Dauer, das ist doch nicht das Leben. Wie hältst du das aus? Ob du es glaubst oder nicht, mir ging es hier immer ganz gut, bis ihr aufgetaucht seid. Und Richard. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das sein muss. Zu wissen, dass man ein Konstrukt ist, der Schatten von irgendeinem... Einen schönen Tag, Mr. Newman. Schönen Tag, Miss Patrick. Braucht hier oben eigentlich keiner? Nirgendwo ein verdammter Automat. Ist ja nicht so, als könntet ihr an Lungenkrebs sterben. Ohoho, wir sind so glücklich, wir brauchen keine Drogen. Faschisten. Glauben, dass Maschinen Moral entwickeln. So naiv. Sir? Die Maschinen, die wollen nicht sein wie wir. Im Gegenteil, sie wollen, dass wir so werden wie sie. Die richten uns ab wie Haustiere. Wenn wir Glück haben, füttern sie uns. Uns? Was rede ich von uns? Ihr existiert nicht. Nichts von all dem existiert. Sir, könnten Sie bitte etwas leiser sprechen? Halt's Maul, Datensatz. Du bist keine Person, das weißt du, oder? Jedenfalls bin ich nicht Richard Nolan. Du bist 1 Milligramm Silizium kleiner. Hätte ich Zugriff, könnte ich dich einfach umprogrammieren. Stattdessen sitze ich hier mit dir fest. Rauf zur Hölle ist einfach, aber wieder runter. Irgendwo muss eine Download-Schnittstelle sein. Wahrscheinlich im Dome, aber da komme ich nicht rein. Die würden mich sofort erwischen. Aber deine Amy arbeitet da, oder? Du müsstest mich nicht reinschmuggeln. Ich brauche nur ein paar Koordinaten. Dann brauche ich auch etwas von dir. Ich will mehr über deine Welt wissen. Meine Welt? Schau doch einfach die Nachrichten. Du kannst in die Kanäle von The Voice einhacken. Ein beliebiger Tag aus den letzten Jahren, dann weißt du Bescheid. Ich gebe dir die Zugangscodes und du hilfst mir den Dome. Abgemacht? Gib mir bis heute Abend. Sei um Mitternacht wieder hier. Warte, was genau hast du vor? Vertrau mir. Newman! Du erzählst niemandem von mir, verstanden? Ist klar. Okay, den Synchronsprecher habe ich, glaube ich, erkannt. Und ich komme mit seiner Art zu synchronisieren. Die Voice News. Ist klar. Am besten schaue ich mir die an meinem Hub in the Present an. Das war schon ein bisschen sehr over the top, muss ich sagen. Aber gut. Rein. Erst will ich diese News sehen. Achso, ja, wollen die News sehen. Entschuldigung, war gerade etwas abgelenkt von bekannten Stimmen, die ich in anderen Formaten besser finde. So. dann mal hier rein. Gehen wir zur Arbeit. Ah, da kommt Adam, den Mund voll von Neuigkeiten. Adam, wo du jetzt wieder halbwegs zurechnungsfähig bist, wie sieht's aus? Elysium Fields? Liquid Sky? Sag mal, warum bist du mein Freund, Stuart? Warum? Ich verstehe nicht ganz. Vergiss es. Was hast du denn plötzlich? Ich möchte, dass du mir einen Gefallen tust. Okay. Halt die Klappe. Halt einmal in deinem Leben die Klappe und lass mich in Ruhe. Die denken wahrscheinlich, mir gefallen diese blöden Witze. Die? Wovon redest du? Ihr wisst nichts über mich. Keiner von euch. Dreht er jetzt durch? Aber völlig. Was? Wir können durchdrehen. Weiß irgendwer, wovon er redet? Können wir mit Fred auch durchdrehen? Fred auch durchreden? Du bist krankgeschrieben. Ich bin nicht krank, Fred. Doch bist du. Krank und uneinsichtig. Oh, jetzt kriegen wir hier auch langsam Probleme. So.
geklaut habe. Gucken, was wir finden. Hier ist der Newsflash von The Voice, ihrer Stimme für Berlin und die westliche Welt. Auf ein Produktionsgebäude von Kurtz Robotics ist ein weiterer Bombenanschlag in der Lage, jedes Ziel auf gegnerischem Territorium in Minuten zu vernichten. Stockwerke hohes Verwaltungsgebäude wurde von 5 Marschflugkörpern getroffen. Die Behörden der United States auch mehrere Selbstmorde heute früh die Terrorwarnstufe Flash von The Voice. Vermuten die organisierte Kampagne eines kriminellen Netzwerks oder eines gegnerischen Geheimdienstes. Schließe man auch den Einsatz von Massenvernichtungswaffen nicht mehr aus. Was schaust du dir da an? Nicht jetzt. Ist das ein Thriller? Nein. Das ist mein Zuhause. Sind da alle so trübselig? Sieht eher aus wie die Vergangenheit. Eine Vorvergangenheit. Also sinngemäß eine doppelte. Wohin gehst du? Mir ist schlecht. Weg hier. Zum Dome. Amy. Ich muss mit Amy reden. Als ob die irgendwas sagen würde. Als ob die irgendwas sagen würde. Er fühlt sich nicht wohl. Tja, ich hab's ihm gesagt. Ich hab's ihm gesagt. Zum Dom. Achso, ja. Das geht natürlich nur mit der Bahn. Frau mit der Bahn. Zum Dom geht's nur mit dem Hovercar. Dann geht's nicht mit der Bahn. Dann fahren wir nicht mit der Bahn. Dann werden wir mit dem Hovercar fahren. Auf geht's. Weil es ob Amy uns irgendwas sagen würde, wenn sie da mit drin steckt. Also Amy ist ja vielleicht wirklich nur... Nee. Es ist alles seltsam. Weil Amy ist jetzt ja nicht die Kopie von Nolans Frau. Was wir nicht wissen. Glaube ich. Was wir ignorieren. Was wir verdrängen. Wir klammern uns an das, was wir sind. Und wir verlieren den Glauben an das, was wir sein könnten. Dabei gibt es von allen Fragen der Welt nur eine, die du dir täglich stellen solltest. Bist du wirklich glücklich? Manchmal erlebst du Dinge, die schmerzen. Dinge wie deinen Unfall. Dinge, die du gerne vergessen würdest. Und das ist jetzt möglich. Mist. Als ob die kleinen Drohnen irgendwas machen könnten. Na, eben. Der Dom sieht ein bisschen aus wie bei Subnautica, die Alien-Basen. Endlich. Was machst du? Was ich mache? Wer bist du? Wer seid ihr alle? Was zur Hölle wollt ihr von mir? Ich verstehe nicht ganz. Hör auf! Ich weiß, was hier los ist, Amy. Also können wir das bitte abkürzen? Okay. Hat dich jemand kontaktiert? Ein Charlie vielleicht? Oder Kosowski? Ich habe mich selbst kontaktiert. Richard. Er hat mir alles gezeigt. Das tut mir leid, Adam. Was? Dass ich 10 Jahre mit einer Frau gelebt habe, die gar nicht meine Frau ist? Oder auch nicht zusammengelebt habe? Beruhig dich erstmal. Lass uns reden. Na schön. Wer bist du? Bist du Tracy? Ich bin nicht Tracy. Ich bin jemand, der nicht glücklich war. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Jetzt bin ich hier. Genau wie du. Was ist daran so falsch? Daran ist alles falsch. Es ist unnatürlich. Und wenn schon.
Sieh dir die Natur doch an. Gendefekte, Krankheit, Verfall. Der ganze Katalog ist abartig. Also schaffen wir einfach alles ab. Ja, einfach so. Aber ich habe mich nie dafür entschieden. Richard hat sich entschieden. Wir haben nichts getan, was er nicht wollte. Vielleicht erinnert er sich nicht. Oder er lügt. So wie er seine Familie belogen hat. So wie du. Wir alle lügen. Ja, dann. Warum sollte es bei Richard dann verwerflich sein? Nein, ich mag das Lied. Hast du gewusst, dass wir entfernt mit Seeanemonen verwandt sind? Nein, wusste ich nicht. Die Nervenzellen der Seeanemone haben nur eine einzige Funktion: das Maul zu bewegen. Schließen, öffnen. Zellen werden erregt, Anemone zu. Erregung lässt nach, Anemone auf. Das menschliche Gehirn hat milliardenmal so viele Zellen. Aber das Prinzip ist immer noch dasselbe. So ist die Natur. Erstaunlich unkreativ. Man muss nur warten. Einfach warten. Bis das kleine Tentakelmaul sich wieder öffnet. Du bist ja verrückt. Als Kind bin ich in einen Schacht gefallen. Das hat mich traumatisiert. Ja, ja, ja. Vergangenheit ist immer gelogen, Adam. Die Leute nehmen das viel zu wichtig. Und was ist wichtig? Wir könnten noch mal ganz von vorne beginnen. Bisschen spät, findest du nicht? Wir haben ein Memento-Programm. Wir könnten alles zurücksetzen. Die letzten Tage, was Nolan dir erzählt hat. Du und ich und John. Wir würden das alles vergessen. Einfach hier leben. Wieder eine ganz normale Familie sein. Vielleicht würden wir uns verlieben, vielleicht auch nicht. Ein Versuch ist es wert. Und Richard? Der erreicht uns dann nicht mehr. Komm schon, Adam. Du willst doch gar nicht er sein. Zornig, verbittert. Das bist nicht du. Du existierst nur hier. Also, was sagst du? Ach, wir können das jetzt entscheiden. Na, für ihn ist es natürlich das wesentlich leichtere Leben. Ich frage mich, ob wir das wirklich jetzt entscheiden können. Wäre das Spiel dann vorbei? Das ist bestimmt hier so die hochtrabende moralische Entscheidung. Also für ihn, für Adam Newman an sich, wäre das natürlich das Beste. Wieder seine vorgegaukelte Lebenswelt. Ist so ein bisschen, ne, wie bei Matrix. Möchtest du die rote oder die blaue Pille nehmen? Also moralisch richtig wäre wahrscheinlich das. Aber mich interessiert, was passiert, wenn wir jetzt annehmen. Entscheidungsmöglichkeiten im Spiel. Bisher hatte man ja eigentlich eher gar keine. Sonst ist es bei sowas ja auch immer gern das Ende, über was man entscheidet. Kurze Zeit vorher in Berlin. Das alles hat absolut nichts mit mir zu tun. Selbst dieser Bot, Simon. Simon? Der Bot hieß Simon? Ich hol jetzt meinen Sohn da raus. Adam! Schluss jetzt damit. Verdammt! Sie haben neue Cloud-Messages. Okay, 2 Stück von Lydia. Na gut. Dann lass uns morgen sprechen. Ich küsse dich. Okay, ich hab mich abgeregt. Meld dich doch mal kurz zurück, ja? Können wir das machen? Dieser Kontakt ist zurzeit offline. Schade, geht nicht. Okay, also sind wir mit Adam jetzt soweit durch? Habe ich das richtig verstanden? Der erinnert sich jetzt an nichts mehr und alles ist vorbei? Unterlagen. Walter ist einsam, nicht wahr? Wie kommst du darauf? Weil ich gesagt habe, dass er verrückt ist? Ich erkenne es an seinen Aufzeichnungen.
Sie sind ein großes Selbstgespräch. Er braucht einen Freund. Er braucht einen Arzt. Okay, und mit Simon sprechen wir dann in der nächsten Folge. Ich frage mich wirklich, ob das mit Adam das Ganze jetzt war. Gut möglich. Bis dann.